Schönen guten Tag, ich bin's, euer Kalle. Und jedes Mal, wenn ich vor diesem Hintergrund sitze, habe ich irgendwas zu erzählen. Und ja, wie ihr seht, ich habe aktuell keine Brille. Das Ganze ist in Arbeit, bald gibt's eine neue. Tut mir leid. Gab in der Silvesternacht eine kleine Auseinandersetzung mit wilden Spandauern, aber alles in Ordnung. Die kleine Schramme geht auch irgendwann weg. Wenn ihr es genau wissen wollt, dann schaut auf meinem Twitter-Kanal nach, da könnt ihr es alles nachlesen. Aber mir geht's gut, es ist alles super, bald gibt's eine neue Brille. Vor einigen Monaten habe ich ein Video released, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich mit 17 Jahren zu Hause ausgezogen bin. Ich hatte ein gestörtes Verhältnis zu meiner Mutter, ich kannte meinen Vater gar nicht und im Endeffekt war alles so ein bisschen kacki. In dem besagten Video habe ich es ja alles lang und breit erklärt. Ich habe es nochmal in die Videobeschreibung ganz nach oben getan, dann könnt ihr es vielleicht nochmal vorher schauen, denn das ist schon wichtig zu wissen, was in dem Video erzählt wurde, wenn ihr verstehen wollt, was ich jetzt erzähle. Ich habe also damals mit 17 Jahren die Reißleine gezogen, um mein eigenes Leben irgendwie zu verbessern oder auf die Reihe zu bekommen. Bin in eine Pflegefamilie gezogen, die sogar noch heute meine Familie ist, was mich mega stolz macht. Habe meine Schule beendet, eine Ausbildung gemacht, einen Führerschein und jetzt bin ich irgendwie seit 3 Jahren hier in Berlin. Bin Online-Moderator und versuche lustige Videos auf YouTube zu machen. Oder ich sitze in der Disco und erzähle deepe Stories von mir, so wie jetzt. Geht auch. In dem besagten letzten Video habe ich auch durchleuchten lassen, dass ich noch einen kleinen Bruder habe, dass meiner Mutter es scheinbar nicht so gut geht und dass ich meine Mutter mal wiedersehen möchte und das nach mittlerweile 12 Jahren. Dazu muss man aber auch sagen, in der Zwischenzeit gab es schon immer mal wieder Versuche, aufeinander zuzugehen. Das hat nie funktioniert. Und Anfang letzten Jahres musste ich mich zum Beispiel auch bei ihr melden, weil ich eine Geburtsurkunde brauchte für meinen Reisepass, weil ich ja auch mal außerhalb von Europa unterwegs war. Aber so wirklich Kontakt ist nie entstanden und man konnte ihn auch nicht halten oder sonstiges. Ich hatte wirklich sehr, sehr lange überlegt, ob ich jemals so ein Video releasen würde, wo ich darüber spreche, was in meinem Leben so passiert ist. Aber als ich dann die Kommentare gelesen habe, als ich all die Nachrichten von euch gelesen habe, war ich total überwältigt. Zum einen habe ich sehr viel Zuspruch zu meiner Story bekommen, sehr viel Wärme, sehr viel positive Energie. Und zum anderen haben sich Leute mir auch geöffnet, was ich eigentlich überhaupt nicht damit bewirken wollte. Das Ziel des Videos war damals für mich, das zu erzählen, was ich erlebt habe und den positiven Ausgang herauszustellen. Denn im Endeffekt hat all das, was ich erlebt habe, mich natürlich auch geprägt und macht mich zu dem, was ich heute bin. Und das ist auch völlig in Ordnung für mich so und ich kann damit sehr gut leben mittlerweile. Die Tatsache, dass ich aber meiner Mutter niemals vergeben konnte oder nie mit ihr ein klärendes Gespräch hatte, die hat mich sehr belastet und das schon eine ganze Zeit lang. Und daher kam dann auch dieser Entschluss, dass ich sage, hey, ich möchte meine Mutter jetzt mal sehen, ich möchte sie unbedingt mal treffen. Leider gab es zwischen dem letzten und diesem Video einen kleinen Vorfall, der das Ganze ein bisschen erschwert hatte. An dieser Stelle möchte ich nicht zu weit ins Detail gehen, es geht im Endeffekt nur darum, es gab eine Kontaktaufnahme, nicht von meiner Seite, sondern von ihrer Seite aus, die aber total missglückt ist. Das Ganze hatte mich dann so weit zurückgeworfen, dass ich dieses Treffen eigentlich nicht mehr stattfinden lassen wollte. Ich habe dann jetzt eine ganze Zeit lang darüber nachgedacht und saß an Weihnachten bei meiner Familie, also bei meiner Pflegefamilie, aber es ist im Endeffekt jetzt meine Familie. Wir saßen zusammen am Tisch und ich habe erzählt, was vorgefallen ist und habe gesagt, ich werde das Treffen nicht mehr wollen. Dazu muss man sagen, dass meiner Mutter schon immer eigentlich ziemlich schlecht ging, also meiner richtigen Mutter. Gesundheitlich ging es ihr schon immer schlecht und es hat sich eigentlich über die letzten Jahre immer nur verschlechtert. Auch hier werde ich jetzt natürlich nicht zu weit ins Detail gehen, aber ihr müsst vielleicht nur wissen, es geht ihr nicht gut und es ging ihr meiner Meinung nach auch nie wirklich gut. Und an dieser Stelle würde ich gerne wieder meiner Schwester danken, denn sie hat mir gut zugeredet. Sie hat mir Gründe geliefert, warum ich es doch tun sollte und dafür bin ich ziemlich dankbar, denn im Endeffekt war es sehr gut, dass ich es doch getan habe. Also bin ich am 2. Weihnachtstag zu ihr hingefahren und es war super schwer. Zu meinem Glück war ich zu diesem Zeitpunkt nicht alleine, das heißt, ich hatte jemanden bei mir, den ich sehr gerne habe. Und ich wusste im Zweifel, wenn es irgendwie ausartet oder ich nicht mehr kann, könnte ich A, einfach danach gehen und B, wäre ich danach nicht alleine. Hinzu kam noch, dass das ganze Treffen im Krankenhaus stattgefunden hat, weil sie zu dem Zeitpunkt Krankenhaus war und jetzt auch noch ist. Als wir dann auf ihr Zimmer kamen, war es sehr, sehr merkwürdig. Ich war auch noch ein bisschen beklemmt. Hab aber versucht, mir das nicht anmerken zu lassen. Es war sehr oberflächlich. Wir haben da so, hi, hallo, wie geht's? Und sie wirkte auch sehr, sehr demütig. Wir sind dann in die Cafeteria gegangen, haben uns dort hingesetzt mit einem Stück Kuchen und eine Cola, was man halt so in Kombination zu sich nimmt. Als wir dann dort saßen und miteinander gesprochen haben, fühlte es sich aber von Zeit zu Zeit immer besser an. Ich habe viel von mir erzählt, sie hat ein bisschen was von sich erzählt, ich habe von meinen Plänen erzählt, sie von ihren. Und viel wichtiger ist, ich konnte ihr endlich sagen, dass bei mir alles okay ist und dass sie sich keine Gedanken machen muss, dass es mir nicht gut gehen könnte. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, dass ihr tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und ich hoffe, dass sie sich jetzt auf jeden Fall darum kümmern kann, dass es ihr besser geht, denn das ist der nächste Schritt. Aber unter anderem deswegen ist sie auch im Krankenhaus gewesen. Da das Verhältnis zwischen ihr und meinem Bruder, der jetzt wie gesagt mittlerweile 18 Jahre alt ist, auch nicht sonderlich gut läuft, hat es sie umso mehr gefreut, dass sie mein Gesicht mal wieder gesehen hat, damals noch mit Brille und ich freundliche Worte für sie übrig hatte.
Ich war im Endeffekt eine Stunde da und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, das ist jetzt für den Anfang erstmal genug. Und ich habe mich jetzt auch nicht festgelegt, ob ich sie jetzt jemals wiedersehen werde oder ob wir uns regelmäßig treffen oder sonstiges. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt nicht meine beste Freundin wird. Aber ganz sicher wünsche ich ihr auch nicht, dass es irgendwie schlecht läuft in ihrem Leben oder dass sie jetzt irgendwie viel Pech hat oder nicht vorankommt. Sie soll ihr Ding machen, sie soll ihren Weg gehen. Das ist tatsächlich das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte für mich. Und ich hoffe, dass dieses Treffen zumindest einen kleinen Schwung gegeben hat und ihr zeigen konnte, hey, das klappt schon irgendwie. Nicht alles hinwerfen. Ich bin aus diesem Gespräch mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen und habe mich danach wirklich erleichtert gefühlt. Klar, man braucht immer so ein bisschen, bis man das dann wirklich realisiert, sage ich jetzt mal. Aber es hat sich wirklich gut angefühlt. Ich kann mir durchaus vorstellen, sie irgendwann wieder zu treffen, wenn es ihr wieder ein bisschen besser geht. Es würde mich durchaus interessieren, was sie darüber zu sagen hat, dass sie sich selbst vielleicht wieder ein bisschen lieber hat und vor allem mit sich selber einfach zurechtkommt. Abschließend möchte ich trotzdem nochmal einige Dinge hier in diesem Video ansprechen. Wie ich schon sagte, habe ich ja zu dem ersten Video sehr viel Feedback erhalten, entweder hier auf YouTube oder auf Social Media wie Instagram zum Beispiel. Ich habe ja auch einen Community-Post auf YouTube verfasst, wo ich darüber berichtet habe, dass ich hier diese Informationen teilen möchte, wie das Treffen gelaufen ist. Und ich finde schon, dass ich einen recht anonymen Weg dafür gefunden habe. Diese Story hat sich bestimmt in anderen Haushältern ähnlich abgespielt. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Jonathan Frakes bei X-Factor. Aber für mich war besonders wichtig, dass ich diese Story zu Ende bringe und dass ich auch mitteile, wie ich mich gefühlt habe nach dem letzten Video, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, die mich wirklich einfach berührt haben. Ich aber auch gemerkt habe, dass sich Leute dafür bedanken, dass YouTuber YouTube-Videos machen. Viele Leute schreiben mir, auch unter anderen Videos oder einfach so zwischendurch, dass ich den Leuten dabei helfen würde, mit ihren eigenen Problemen klarzukommen oder dass sie vergessen würden oder dass sie verdrängen könnten, und das finde ich nicht gut. Dieses und das letzte Video sind dadurch entstanden, weil ich mich mit meinem Problem versuche auseinanderzusetzen. Weil ich mir Leute suche, mit denen ich darüber spreche, seien es Familie, Freunde oder sonstige. Und weil ich versuche, die Situation zu reflektieren in irgendeiner Form. Und ich bin weiß Gott nicht der Beste darin. Aber niemandem hilft es, sich abzulenken. Denn das, was YouTuber tun, das, was diese Unterhaltungsbranche liefert, ist Ablenkung. Keine Seelsorge. Wenn ihr uns anschreibt und nach einem Rat fragt, wie wir in verschiedenen Situationen handeln sollten. Gerade aufgrund meines letzten Videos habe ich super viele Nachrichten bekommen, wo mich Leute um Rat gebeten haben. Ihr könnt mich gerne um einen Rat bitten, aber ich kann mich wahrscheinlich nur wiederholen und kann nur das erzählen, was ich erlebt habe. Natürlich haben sich meine Erfahrungen auch zu einer Meinung gebildet und auch im Endeffekt zu einer gewissen Lebensweise. Aber ich kann euch nicht sagen, wie ihr euer Leben leben sollt. Und ich kann euch nicht sagen, wie ihr mit gewissen Sachen umgehen sollt. Das kann ein Kalle nicht. Das kann ein Hand of Blood nicht, das kann ein Unge nicht und das kann auch kein Montana Black. Das können die Leute in eurem näheren Umfeld, die euch kennen, die euch lieben. Und das können Leute, die das gelernt haben, damit umzugehen. Und da rede ich natürlich von Psychologen oder Psychiatern. Und an die Leute, die glauben, dass solche Stories im Internet zu weit gingen oder dass das nicht richtig ist, dass man sowas teilt, weil es zu privat ist. Ihr müsst es euch nicht angucken, das ist auch völlig okay. Aber ich hatte das Bedürfnis, das zu teilen, und dann mache ich das. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Im Endeffekt ist da auch jetzt alles gut gegangen. Ich werde bei meiner Mutter bestimmt nochmal horchen, wie es ihr geht. Und werde das Ganze so ein bisschen aus der Ferne beobachten. Auf dem Kanal hier geht es jetzt nochmal weiter. Hier wird wieder rumgeblödelt. Und wer weiß, was dieses Jahr noch so kommt, ne? War ja ein tolles Jahr 2019. Mal sehen, was dieses Jahr bringt. Ich hoffe, eine neue Brille. Haut rein.